So, wir sind heute, du. David, okay. Komm, du bist schließlich. Ich bin hier bei meinem lieben Freund Hubertus. Ja. Wir kennen uns auch schon seit mittlerweile fast 30 Jahren. Ein wunderschönes Kleinod, Hotel Villa Barleben heißt es. Am See, ja. Aber erzähl du mal. Ja, Mädchenname meiner Frau, geborene Könitz zu Barleben, ehemaliges Haus Antoinette, so kennen es viele Konstanzer, haben wir vor 30 Jahren erworben, umgewandelt, so zu einer kleinen Familienpension gemacht, mittlerweile gesetzt für Hochzeiten, Familienfeiern, für nette Interviews wie jetzt. Und ich freue mich, dass du da bist und mit mir an diesem kalten Februartag einen schönen spicy Rum, den Kaffee rumgenießt. Dann lassen wir uns gleich von unserem Gast überraschen, der schon drinnen wartet, in herrlicher Wärme, während wir hier draußen frieren. Ja, auf den Gast freue ich mich auch ganz besonders. Gabi Hauptmann ist der Villa Barleben in Freundschaft auch seit über 30 Jahren verbunden. So lange kennen wir uns tatsächlich schon, ist jetzt auch öfters mit ihrem Partner zu Besuch. Und ich erinnere mich noch gerne an die Promotion ihres Buches. Hengstparade wurde dann auch verfilmt und die Erstaufführung war hier auf der Marktstätte im Kino. Gabi Hauptmann mit roten High Heels versunken im Rasen. Es war also wirklich eine Sensation. Nein, es war ein tolles Interview und dann ging es ins Kino rüber. Also wir kennen uns gut. Das ist im Grunde ein Freundschaftsbesuch. Absolut. Und darauf trinken wir mit Spicy Rum, Kraken Rum vielleicht noch. By the way, der Kraken ist tatsächlich einer der ersten aus Trinidad Tobago Südsee importierten Rums. Und da die meisten Schiffe nicht ankamen, dachte man, die Tiefseekrake hätte sie geschnappt und nannte die Importfirma dann Kraken Company, also kein Werbegag. Schmeckt besonders gut. Ich meine, wenn wir die Aufnahme jetzt noch 10-mal wiederholen, sind wir, glaube ich, auch ganz gut dabei. Auf die Bodenseekraken. Ja, Prost. Ich habe heute ausnahmsweise weder einen Verbrecher noch einen Boxer hier, aber eine Frau? Oder wie kann ich das schön formulieren? Du hast keinen Schwerverbrecher und keinen Boxer hier, aber bei mir sterben die Leute trotzdem. Stimmt, bei dir sterben sie trotzdem in den Büchern. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile, haben uns ursprünglich kennengelernt beim Seefunk, gell? Du bist mir ständig vor der Nase herumgetanzt, weil du mich damals als eine der Mitgründerinnen des Seefunk Radio Bodens als Chefredakteurin beim Nachrichtenlesen immer aus dem Konzept bringen wolltest. Und hat nicht so richtig geklappt, gell? Ja, aber dann typische Heinkel-Pose, irgendwie so im T-Shirt und interessanterweise. Damals noch knackig? Sehr knackig, konntest du ja auch gut zeigen, deinen zerrissenen Unterhemden, die irgendwie Schießer live mit Gebrauchsspuren waren. Und völlig zerfetzte Hosen. Zerfetzt, irgendwie alles zerfetzt. Und dann wolltest du mich permanent zum Abendessen einladen. Und ich habe immer gedacht, schon wieder so ein Kerl, der kein Geld hat. Und am Schluss bin ich wieder diejenige, die bezahlt. Das kannte ich ja schon durch mein vorhergehendes Leben. Und dann bist du, das weiß ich noch gut, ich bin offen mit meiner Mutter nach Radolfzell gefahren und plötzlich kam ein Golf nebenher. Und da sprang jemand aus dem, wie so ein Teufelchen aus dem Schiebedach, während das Auto irgendwie ohne Mensch noch weiter rollte Richtung Ampel. Und meine Mutter sagt noch, was ist denn das für ein Verrückter? Und du sagst, und heute Abend hole ich dich ab zum Abendessen. So. Und dann bist du tatsächlich aufgekreuzt und meine Mutter hat festgestellt, und das war dann der Schlüsselmoment, dass unsere Großväter sich uns kennen. Gut kannten. Jetzt aber eine Frage, die dir schon tausendmal gestellt worden ist, wie bist du denn zum Schreiben gekommen? Bei mir hat es sicherlich auch mit meinem Vater zu tun. Unser Vater hat uns ja immer leidenschaftlich, der ja auch Bücher geschrieben hat beim Südkurier Bogen Einst und Jetzt, aber eigentlich Chefgrafiker bei Honau in Trossingen war, der hat uns leidenschaftlich immer Geschichten erzählt, nie vorgelesen. Und das ging dann ungefähr so. Also Karin, meine Schwester, 4 Jahre älter, und ich lagen schon im Bett und mein Vater sitzt da und sagt, und dann kamen Schritte die Treppe hinauf. Und dann drehte sich der Türknopf und die Tür ging auf und der Spalt wurde immer breiter und es fiel ein Schatten herein und es war, und meine Schwester und ich, Papa, wer war's? Fortsetzung morgen, weil das selber nicht wusste. Ne? Aber das regt natürlich die Fantasie an und ich denke, also ich habe jetzt hier mein frühestes Exemplar mitgebracht, da konnte ich dann gerade schreiben. Aber eine ganz ordentliche Schrift schon, gell? Ja, illustriert habe ich dann selbst, weil wie gesagt, Grafikerfamilie, Großvater, Kunstmaler. Und das lag aber daran, dass ich ja unsere Pfarrbücherei total leer geliehen habe. Damals hat man Bücher noch geliehen und ich bin immer durch Trossingen gerannt und habe mir die Pfarrbücher in der Pfarrbücherei Bücher ausgeliehen. Und dann gab es bei diesen Enid Blyton Büchern Geheimnis um nichts mehr, was ich nicht schon gelesen hätte. Also habe ich mir prompt ein eigenes Exemplar geschrieben. Ist es so, dass du heute noch, wenn du ein Buch schreibst, dass es dir wirklich noch Spaß macht, dass du mit Herzblut drinsteckst? Oder ist es inzwischen so ein bisschen Geschäft geworden, Business, dass du sagst, ich muss jetzt bis dann und dann ein Buch schreiben und
Schreibst du nach Auftrag? Also musst du jetzt, ich kenne mich da nicht aus, sagt der Verlag, wir brauchen so und so viele Bücher pro Jahr, oder kannst du wirklich sagen, ich habe jetzt einen Gedankenblitz, ich muss jetzt das und das schreiben, das kommt mir gerade und das muss ich schreiben? Also im Endeffekt ist es so, dadurch, dass ich ja ganz, ganz viele Berufe habe, dass ich ja Journalistin war mit einem Pressebüro, dann ein Seefunkradio Bodensee, wo wir uns kennengelernt haben. Fernsehproduzentin. Ja, dann war ich beim SWR, dann habe ich Fernsehen gemacht für den SWR, Fernsehen für den HR, ich habe produziert, ich habe moderiert, ich hatte eine Literatursendung. Ich habe so viele Berufe, dass es mir eigentlich total egal war. Ich habe diesen impotenten Mann, der jetzt wieder aufgelegt wird, das ist die Originalausgabe. Mhm. Von 1995. Boah, das ist lange her, das ist nicht wahr, oder? Ja, die ging um die Welt, also ja. 34 Länder. Und ich war mit diesem Buch auch wirklich selbst weltweit in China, gell? Unterwegs, auch in China. Mhm. Andere Bücher auch in China. Mhm. Vor allen Dingen in China, nur 4 Stück verkauft, aber 10 veröffentlicht. Im Ernst jetzt? Ja, ja, die haben also verrückt. Raubkopien, wie es halt mit allem ist. Ach, ah, ja, klar, logisch, okay. Also ich habe Titel in China verkauft, die ich nie verkauft habe, aber die sind halt erschienen. Okay. Ja. Mhm. Naja, egal. Ja. Also jedenfalls, das kommt jetzt wieder, weil das einfach ein wahnsinniger Erfolg ist und ganz viele Frauen, die möglicherweise meinen Namen schon irgendwo gehört haben, aber nicht so wirklich zuordnen können, wenn man dann sagt, das gelbe Buch mit dem impotenten Mann, dann sagen sofort immer alle, ach, das kenne ich, das habe ich gelesen, das weiß ich. Und so haben wir gedacht, also wenn das so einen großen Nachhall hat bis heute, dann legen wir das nochmal auf. Aber um darauf zurückzukommen, weil ich so viele andere Berufe hatte, von denen ich immer sicher war, dass ich jederzeit darauf zurückgreifen kann, waren mir die Bücher nicht so wahnsinnig wichtig. Und jetzt kommen wir zu dem Thema der Männer. Wenn du einen Mann hast, den du lang an der Leine hast, weil du sagst, eigentlich bist du ja nett, aber ich brauche dich nicht, dann versucht er ja immer näher zu kommen. Und so war es mit meinen Büchern. Meine Bücher verfolgen mich einfach nach dem Motto, die will mich nicht haben, also laufe ich einfach mit. Und so sind es in der Zwischenzeit 40 Bücher geworden. Und, wie viel? Ja, mit den Jugendreiterbüchern, ja. 40 Bücher schon? Wird es für die Autorin Gabi Hauptmann auch mal ein Leben nach dem Schreiben geben oder ohne Schreiben? Könnte ich schon. Also da ich in meinen Geschichten ja auch lebe, ohne dass ich sie mitteile, könnte ich das wirklich gut. Also so wie du vielleicht Klavier spielen kannst, wenn du alleine mit dir bist und dich da wohlfühlst. So spiele ich übrigens Gitarre. Am liebsten, wenn keiner zuhört. Genau. Weil ich es nicht für andere tue, sondern für mich. Genau. Und dann und da ich mich dann auch immer ärgere, weil früher habe ich ja wirklich auch in Trossingen Konzert gegeben. Oh, und das kriege ich aber heute nicht mehr hin. Und dann ärgere ich mich schon so. Dass ich es lieber für mich alleine mache. Von dem her gesehen müsste ich nicht wirklich schreiben. Also ich schreibe schon auch noch, weil das Leben einfach auch fordert, dass du immer weiter, ja, dass du halt einfach weiter produzierst. Ne? Was wärst du? Dein Traum, aber was würdest du am liebsten im Alter machen? Weil ich, so wie ich dich kenne, gibt's nicht, dass du nichts machst. Mhm. Aber was wäre so das, was du am liebsten machen würdest? Ich fände so einen Literatursalon irgendwie klasse. So wie wir jetzt hier sitzen, dass du bestimmte Leute einfach einlädst oder sagst, du hast offenes Haus und Hubertus managt das Ganze hier im Haus. Es gibt immer einen guten Champagner hier, es gibt eine tolle Location und dann trifft man sich so und egal, ob du jetzt Literatur oder ob du jetzt ein Klavier spielst oder was auch immer, also sowas würde mir wirklich Spaß machen, einfach ein gutes Gespräch, kann auch eine Kamera dabei sein, sowas würde mir Spaß machen, also schreiben müsste ich jetzt nicht unbedingt, aber da ich jetzt die Heinkel-Gruppe kenne, meine Tochter bräuchte noch einen Sponsor für ihre Turniere, wir haben zu viele Pferde. Habe ich oft gemacht, ich habe gesponsert diese Segeltruppe hier in Konstanz, die X99 stark, dann bin ich jetzt gerade beim Lehn dich jetzt nicht so weit aus dem Fenster. Dann hätte ich jetzt dokumentiert und dann komme ich drauf zurück. Also wir sprechen darüber und wir sprechen über diese Lesegeschichte, sprechen wir drüber. Wie nanntest du das? Was du vorher hattest, so eine kleine Sendung mit Literaturgeschichten, wie nennst du das? Ja, einfach so ein, also ich fand ja diesen Treffpunkt bei, das war mal vom SWR eine ganz gute Sendung. Mhm. Die sind allerdings in diese Häuser und haben da mit einer Person relativ viel gemacht. Das war der Markus Brock damals, das war eine tolle Reihe. Wie viele so tolle Reihen gibt es die eigentlich nicht mehr? Ja. Man könnte einfach so, sage ich jetzt mal, Literatur, wenn man es jetzt nicht so festlegen, aber Salon Barleben, ne? Ja. Hubertus. Man sieht ihn jetzt hier nicht, macht aber nichts. Macht nichts, wir können ihn dann nachher noch ganz genau. Ja, dann haben wir es eigentlich soweit. Wir reden nochmal über diese Produktion, die wir alle vorhaben. Wir sind sehr gespannt auf dein neues Buch, auch wenn wir den Titel nicht verraten bekommen. Ich bin auch gespannt, weil ich habe noch nicht angefangen. Und ich danke dir ganz arg für den lieben Besuch und hoffe, dass wir demnächst wieder hier sitzen.
Ja. Liebe Gabi, dann wünsche ich dir alles Gute, ganz viel Erfolg für die zukünftigen Bücher und für alles, was du in Zukunft machst. Und auf das wir uns bald wiedersehen. Lieber David, ja. Das werden wir ja sehen. Schauen wir mal, was du da alles reinschneidest, was ich noch nicht kenne. Also du kriegst natürlich vorher. Dann nehme vorher ich den Film ab. Ja, genau. Okay. Und dann schaue ich mir das an. Das machen wir. Cool.